So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario 35 heißt das Spiel. Ein paar Level haben wir noch freizuschalten. Ich denke, wenn wir alle Level freigeschaltet haben, ist es dann auch gut. Denn es kommen jetzt ganz viele Dinge, die ich sowieso aufnehmen will. Ich habe jetzt, ja, Ori, ich werde jetzt bald Hyrule Warriors haben, ne? Und da kommt einiges auf uns zu. Und ich habe gar keinen Platz dann für andere Projekte. Beende zwei Level in einem einzigen. Ja, easy. Sende im 35-Spielkampf 30 Mal wenigstens. Okay, also auf wenigste Zeit schalten. Und 200 Gegner besiegen. Okay, also einfach. Spiel das Spiel. Ich würde ja die Spezialkämpfe machen, aber die bringen halt die Missionen nicht. Und dann ist das irgendwie doof. Also ich glaube, im Spezialkampf... Kann man im Spezialkampf Level freischalten? Glaube ich halt auch nicht, ne? Insofern müssen wir ja das hier tun. So, wir brauchen 7-3. 7-3 haben wir uns schon mal angeguckt. Ist halt einfach nur das schlimmere 2-3. Insofern, ja, let's go. Und hoffen, dass wir eins der Level kriegen, was wir noch brauchen. Auf die anderen kann ich mich da weniger verlassen. Bei 4 übrigen Leveln werde ich nicht das Glück haben, dass jemand zufällig ein Level wählt, was ich habe. Also, es wäre halt Glück. Ne? Genau, das ist der Punkt. Es wäre halt Glück. Gut. Dann auf geht's, wenn es denn mal aufgeht. Stellen wir gleich auf wenigste Zeit. Ich habe jetzt ein Video gesehen, das hat mir Sonne geschickt, wo einer über diesen Trick mit dem Zufall und so weiter richtig dafür gesorgt hat, dass das Spiel zum Laggen kommt, weil er so viele Bullet Bills nachher auf dem Schirm hatte, dass nichts mehr ging. Es war sehr, sehr faszinierend. So, die ersten haben sich wieder verabschiedet. Auf Wiedersehen. 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 Schauen wir mal, wie weit wir vorankommen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Schon wieder eine Weile her, dass ich gespielt habe. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ich muss in 4-2... In 4-2 gibt es eine Ranke, die zu einem Bonusabschnitt mit 3 Röhren führt. Also anders als hinten diese einzelne Röhre, kann man da dann auch 3 Röhren auswählen. Das ist sehr gut zu wissen. Ich muss nur dran denken, wenn wir dort sind. Na. So. Na, erzähl. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe gestern mich die ganze Zeit rumgeärgert. Ich habe ja schon Hyrule Warriors vorbestellt gehabt. Und dann kam gestern eine E-Mail. So von wegen, ja, oh, toll. So von wegen, ja, die Vorbestellung wurde storniert von Nintendo. Weil, das kann über PayPal, kann es bei mir nicht gemacht werden. So, da habe ich gedacht, hä, was ist los? Warum? Keine Ahnung. Dann habe ich... Oh, F. Dann habe ich... wo gehen wir rein? 3, 2. Ja, muss ja. Dann habe ich... Aber ich kann nicht reden und gleichzeitig spielen. Was ist denn los? Dann wollte ich dafür sorgen, wenn ich es nicht über PayPal kaufen kann. Ich habe es dann nochmal versucht, nochmal zu starten. Irgendwie ist mein PayPal-Account und der Nintendo eShop, irgendwie haben die keinen Bock aufeinander. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben die keinen Bock aufeinander. Dann habe ich gedacht, okay, egal, machst es halt über Punkte. So. Und dann wollte ich aufladen über Amazon die Nintendo-Punkte, also die eShop-Punkte. Na, kannst du über Amazon, kann man ja solche Karten kaufen. Und dann habe ich das alles gemacht, habe gestartet und so weiter. Ja, und dann hieß es auch da wieder bei Amazon, so, die Bestellvorgang kann nicht durchgeführt werden. Bitte geben Sie eine Kreditkarte an. Da hab ich gedacht, hä, was willst du von mir? Ich habe mein Konto angegeben, wie ich sonst auch immer über Amazon bestelle. Aber scheinbar kann man Geschenkkarten nicht über, das heißt Geschenkkarten, aber so Aufladekarten, nur direkt kaufen über Kreditkarte. Wahrscheinlich, weil manche Leute, ich weiß nicht, wie genau das dann läuft, aber vielleicht ziehen manche Leute das irgendwie wieder zurück und deswegen machen die das nur über Kreditkarte, keine Ahnung. Jedenfalls ging das dann auch wieder nicht.
habe ich schon gedacht, ach, ich muss jetzt wirklich losgehen in den Laden und mir eine Karte holen. So, weil ich bin halt einfach zu faul dafür bisher gewesen. Ich dachte halt, ich krieg das online hin. Und dann habe ich aber festgestellt, man kann über PayPal direkt Nintendo-Karten kaufen. Und das hat dann funktioniert. Aber da war ich bestimmt wieder eine gute Stunde an diesem Problem gesessen. Ich habe gedacht, ich spinne. Na, wenn man eh schon wenig Zeit hat und dann hält eine noch sowas auf. Vor allem, ich dachte ja so, die Vorbestellung läuft durch und dann kriege ich einfach gestern eine E-Mail, Vorbestellung gecancelt. Ich dachte so, hä, was ist los? Was wollt ihr von mir? Und dann wusste ich, was sie von mir wollen. Naja, jetzt ist es jedenfalls vorbestellt, offiziell auch. Na, jetzt ist es ja über Nintendo-Punkte vorbestellt. Das konnte man ja dann gar nicht mehr falsch machen. Das Problem war halt, an Nintendo-Punkte ranzukommen. Und das ging dann, wie gesagt, schlussendlich über PayPal. Uff. Großes, großes Uff. So, das war die Storytime. Jetzt ist wieder langweilig. Na, komm halt her. Na, Etze. Ah! Aber mittlerweile müssen wir genug Leuten über wenigste Zeit Zeug geschickt haben, oder? Ja, aber eigentlich könnten wir es doch jetzt wieder, hier, weißt du schon. Umstellen. Egal, wir lassen es so, warum nicht? Warum nicht? Wir lassen es einfach so. Toll. Toll. Jetzt. Es ist gar nicht so doof, den Stern ein bisschen fahren zu lassen. Weil dann wird er mir... Na toll. Dann wird er mir da hinten gleich nicht fehlen, wollte ich sagen. Aber wenn ich natürlich hängen bleibe... Ja, dann fehlt er hier natürlich genauso wieder. Aber wir brauchen ihn jetzt nicht, weil keine Gegner kommen. Ist auch gut. Ah! Ist hier eigentlich... Nee, man kann da nicht mehr hoch. Schade. Und wieder 1-1. Oh, was ist denn das für eine Runde? Nichts Spannendes passiert heute. Nichts Spannendes. So, jetzt gehen wir durch die Röhre. Jetzt habe ich keine Geduld mehr hier. So. Zack. Prima. Und hopp. 1-4. Okay. Lol. Irgendjemand kriegt gleich einen Bowser. Das heißt irgendjemand, sondern der analysiert ist. Es ist ja eindeutig, wer das ist. Zack. Viel Spaß damit. Und wieder 1-1. Oh mein Gott, was ist los? Aber gut, je mehr Level wir abschließen, umso schneller kommen wir zu dem, was ich gewählt habe. Irgendwann muss es ja auch dran kommen. Ah, super. Dup, 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 dup. Oh, nee. Das ist das letzte Level, was ich spielen möchte. Also wirklich wahr. 6-3 ist so schlimm. Okay. Weil die Plattformen zu klein sind und das verbunden mit der... mit dieser furchtbaren Physik. Ah, genau euch! Und wieder ist es 6-3. Ach! 7 Gegner fehlen, na gut. Die kriegen wir auch noch hin. Kein Problem. Mann, ey. Du was Doofes. Na komm. Aber jetzt können wir wieder auf Zufall lassen. Musik.
Wiedersehen. Ah, oh, wow. Der Profi hier am Werk. Absoluter Pro-Move. Gar kein Problem. Wiedersehen. Der eine war gerade ganz knapp schon fast draußen. So, ach, jetzt geht's hier weiter. Na gut. Klassische Runde. Aber dann haben wir hinten zumindest die Chance zwischen drei Leveln. Was natürlich die Chance erhöht, dass das nächste mein Level sein könnte. Zack. Diesmal nehmen wir auch das Leben mit. Aber es tut mir leid, wenn ich so ein bisschen immer ansetze zum Gähnen. Ich bin mehr oder weniger gerade aufgestanden. Und habe gemerkt, wir haben noch keinen Part für heute. Also nehme ich jetzt schnell einen auf. Na, bis gestern lief ja der Hack. Und da habe ich noch gar nicht realisiert, dass ich wieder was aufnehmen muss. Wenn man so viele Parts voraufnimmt und dann erstmal so hat, okay, jetzt läuft 7 Tage, läuft einfach alles durch, es ist alles vorgeplant, man muss sich um nichts mehr kümmern, dann merkt man das gar nicht, dass man doch wieder aufnehmen muss. Das ist ein bisschen doof. So. Zack. Deswegen rede ich auch gerade nicht ganz so viel, weil ich so halb noch schlafe. Ah, mein Gott. So, zack, zack, zack. Ach, komm schon. Das ist alles nicht, was ich gesucht habe. Oh, nicht so nice. Okay, wow. Da war wieder der Pro-Move. Na, wo ist denn jetzt? Er hat okay. Da ist der Block. Zack. Und zack. Okay, du machst einen Abflug. Ei, man merkt, dass ich noch so ein bisschen schlafe, glaube ich. Mein Gott. So. Okay, zack. 1, 2 ist ganz gut, weil dann haben wir wieder die Röhren hinten. Und es ist halt auch ein Level, was wir relativ sicher schaffen. Also lieber 5 Millionen mal als... lieber 5 Millionen mal 1, 2 als einmal... ...6, 3. Ach, toll. Dann halt nicht... Wie oft habe ich jetzt durch Dummheit meine Blume verloren? Okay, wir probieren jetzt mal den Weg aus, den ihr mir gezeigt habt. Beziehungsweise gesagt habt. Hier waren, glaube ich, auch noch Münzen drin, ne? Da ist eine Blume! Da ist eine Blume! Habe ich hier nicht immer gewartet, bis ich hier war? Das heißt ja, man kann sich hier auf Anhieb eine Blume holen. Wenn da vorne ein Pilz drin ist. Oha, habe ich ganz vergessen.
So, und hier unten soll ein Block sein. Ja, ja, okay, alles klar. Und da ist eine Ranke. Oh Mist. Da ist dann die Ranke, oder was? Oder hier? Ja, dann ist die hier. Oh nein. Komm ich da jetzt noch rein? Geht das? Kann man sich das so ein bisschen... Oh no. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ha! Schade. Nee. 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 Oh je. Ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist. Ha! Nice. Okay. So. Oh, jetzt hat's meine Zeit. Böse. Das war nicht so gesund. Oha. Das war gar nicht gesund. Oh, jetzt hat's mich. Oh, jetzt hat's mich böse zurückgesetzt. Oh, da habe ich gar nicht drauf. Ach du Schande. Das ist dieses Ding, wenn man also an der gleichen Stelle ist, ne? Okay, ich verstehe. Oha. Das heißt, man ist wirklich, wenn der Screen sich nicht bewegt. Ich meine, ich habe mich ja bewegt. Ich habe ja Dinge getan. Aber das heißt, wenn der Screen sich nicht bewegt, dann erkennt das Spiel das so an, dass dadurch die Zeit schneller läuft. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist natürlich gar nicht so gut. So. Was war das jetzt wieder für ein Sprung? Ach, komm schon. Ich muss kurz was trinken. Aber ich trinke erst, wenn ich starte. So, jetzt. Mann, ey. So, ja. Es geht gleich los. Let's go. So. Jetzt nochmal mit Konzentration hier eine ordentliche Runde 7-3 freischalten. Ohne dumme Fails. K.O. Das ist ein gutes Omen. Gleich ein K.O. am Anfang. Gleich mal schön die Zeit aufbauen, falls ich wieder dumm bin und mir den Weg verbaue in 4-2. Okay. So, 1-2. Auch da haben wir dann wieder die Möglichkeit, hinten unser Ziel zu erreichen. So. Zack, zack. Nein! Was mache ich hier wieder für schlechtes Zeug? Go, der Welt. So, zack. Okay. Schön Münzen mitnehmen. Prima. Okay. Aber bisher noch keine dummen Treffer oder sowas. Da unten, das lassen wir jetzt schön sein. Das ist mir zu riskant. Komm schon, schade. Na, dann gehen wir 1-4. Ist immerhin eine schnelle Stage. Kann nicht viel passieren. Kein Problem. Gar kein Problem.
Ach, komm schon. So. Interessiert mich nicht, was du da machst, Bowser. Interessiert mich alles nicht. Wieder 1-1, okay. Wir wollen einen erfolgreichen Part und erfolgreich ist der Part nur, wenn ich auch ein Level freischalte. Was aktuell noch nicht der Fall ist. Okay. Geh auf Nummer sicher. So, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Tak, 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 tak. So, okay. Halt, Blume haben wir noch nicht, ne? Ja. Letzte. Haben wir wieder eine. Wichtig. Blume haben ist wichtig für so gut wie jedes Level eigentlich. Ich meine, es ist das stärkste Power-Up neben dem Stern. Aber der Stern ist halt nicht dauerhaft. Insofern gewinnt die Blume. Als stärkstes Power-Up. Wow, 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 wow. Andererseits gibt es Stellen, da kommt die Blume nie durch, aber der Stern kommt immer durch. Dann könnte auch wieder der Stern gewinnen. Ah, kommt drauf an, wie man halt die Kategorien festsetzt. Ach, wieder 1-1. Oh mein Gott, ey. Warum wählen so viele Leute 1-1? Das Level habt ihr schon. Das müsst ihr nicht wählen. God dang it. Halt, da will ich rein. So. 1-4. Yay. Okay. Oh no. Fünf eins. Na, das ist zumindest mal was Seltenes. Hat man nicht immer. Vorm Gesicht. Da war der Stern, ne? Yes. Ab geht's. Wieder 1-1. Ach, komm schon. So. Aber auch 1-1 geht schnell. Insofern ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Zwei. Okay, jetzt können wir wieder das Ganze besser machen wie vorhin. Und zwar deutlich besser. Und zwar deutlich, deutlich besser. Indem wir nur den Block auslösen und den Block. Und den anderen eben gerade. Ich dachte, ich fall runter. Ich dachte gerade, ich fall runter. Oh mein Herz, ey. Oh mein Herz, ich dachte, ich fall runter. Uff. Schwierig. Ganz schwierig. So, zack, zack, zack. Yes! Komm zu Papa und ich habe gerade eine Blume. Und ich habe so viele Münzen, ich könnte so viele Sterne droppen mit Glück. Komm schon.
Es ist ja vom Laufen her und so, vom Springen und Laufen her, ist es ja keine schwierige Stage. So, es wird ja eigentlich nur durch die Gegner schwierig. Es kann... Sprungtechnisch kann hier eigentlich nicht viel schief gehen. Würde ich jetzt spontan sagen. Du hast ja eine riesige Fläche, du hast einfach nur Gegner. So, das hast du halt. Ich meine, die Gegner können mich in den Abgrund so ein bisschen drücken, vielleicht mit Pech. Aber an sich sollte das doch jetzt laufen. Wir sind durch, wir sind durch. Nur jetzt nicht durch den Gegner noch da reinhüpfen, das wäre dumm. Yes! We did it! Erfolgreicher Part! Hurra! Okay. Unter Wasser ist auch eher so lustig, aber gut, ich krieg jetzt nicht. Da komme ich jetzt nicht ran, aua. Aua. Alles nichts, was mir was gebracht hätte. Ich hätte gern Power-Up gehabt, aber gut, dann kriege ich halt kein Power-Up. 2-1, Power-Up, let's go. Oha. Da ist er wieder. Aber auch der kann mir hier nichts. Dafür kann ich ihm was. Hihi. Hier kommt man doch. Was ist eigentlich hier drin? Hier ist doch auch irgendein Zeug. Ach, ein One-Up ist hier. Okay. Habe ich bestimmt schon gewusst, habe ich nur wieder vergessen. Zack, ab dafür. Oha. Jetzt kommen die Fische hier mit rein. Okay. Ach, das war... Okay, das war die normale Ranke zu diesem... Zu dieser Schwebeplattform, ne? Ja, genau. Ich muss halt die Ranken mal lernen, und zwar alle. Ich muss die Ranken mal lernen. Wieso ist jetzt rot? Ich hab doch gar nicht... Hä? Wieso ist jetzt rot? Was habe ich getan? Wieso ist die Zeit jetzt rot? Ich bin doch... Ich halte mich doch gar nicht lange an einer Stelle. Hä? Wieso ist jetzt rot? Was habe ich verbrochen? Ist jetzt bei jedem die Zeit rot oder was ist passiert? Nein, ich wollte ihm den ins Gesicht drücken. So, ist gut. Aber wieso ist die Zeit jetzt rot geworden? Nein! Oh mein Gott. Egal, wir haben ein Level. Uff, und ein Lakitu-Symbol. So, dann machen wir zum Ende des Parts jetzt noch einen kurzen Übungsabschnitt. Wir müssen 7-4 üben. Denn da müssen wir die Wege lernen. Nee, ah, Quatsch. 7-4 haben wir. Nee, wait. Was ist das nächste, was ich üben muss? Doch, 7-4 ist schon richtig, okay. Okay, ich glaube, da ist wieder die Reihenfolge wichtig, ne, wie man durchläuft. Unten, Mitte, oben. Unten. Schade. Okay, oben. Mitte. Schade. Oben. 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 Ganz unten. Hä?
bitte. Oben. Mitte. Oben. Ah ja. Oh, und dann wirft er auch noch Hammer. Der Typ wirft Hammer. Okay, alles klar. Gut. Das soll es dann aber gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und... Ah, hier sind meine... Hier, ja. Kann man noch nicht spielen, ist nur die Demo. Nee, hier ist die Demo. Wait, wieso ist das schon da? Das kann ich doch noch nicht starten. Ah. So ein Ding ist das. Ich verstehe. Das heißt aber, es ist schon runtergeladen. Ja, voll gut. Einfach schon runtergeladen. Sehr schön. Dann machen wir aber in dem nächsten Video nochmal ein bisschen Mario Maker. Danke fürs Zuschauen und tschüss.